Hallo, es gibt ja so ein paar Denkwürdigkeiten auf dieser Welt, über die ich unheimlich gerne nachdenke, über die ich unheimlich gerne diskutiere. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein YouTube-Video, um vielleicht Gleichgesinnte zu finden oder um vielleicht Leute zu finden, die ganz andere Dinge auf dieser Welt auch interessant finden und um einfach mal das Ganze zu sammeln. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß es nicht, ob es klappen wird. Also fangen wir an. Das, was mich immer wieder erstaunt, wo mich immer wieder. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der deutschen Sprache, in der alten germanischen deutschen Sprache, das Weib immer wie ein Besitzgegenstand behandelt wird, also Neutrum ist und nicht feminin? Es gab einmal das Wort Weib für Frau und dann das aktuelle, das moderne Wort Frau ist ja feminin. Die Frau ist entstanden als eine Ehrenbezeichnung für ganz besonders ehrenwerte Weiber und das leitet sich von der Göttin Freya ab und ist eigentlich nicht etwas, was originalgermanisch ist. Originalgermanisch wäre das Wort Weib für eine normale Frau, also das Weib, nicht die Frau. Das ist häufig besprochen worden, aber das Seltsame ist, wenn ich jetzt ein Kind gebäre und es ist ein Knabe, dann ist das immer maskulin. Es ist der Knabe, der Junge, wie auch immer ich das gerade ausdrücke, es ist immer maskulin. Während wenn ich einen femininen Nachkommen zeuge, dann kommt schon wieder die alte Einstellung rüber und es wird Neutrum. Das Mädchen leitet sich ab von die Magd, ist schon klar. Aber letztendlich ist es schon wieder zurückgegangen zu der Mama-Ursprache, die sagt, das ist irgendwie ein Besitzgegenstand. Das finde ich ganz. Ich will das jetzt nicht bewerten. Nein, ich enthalte mich jeder Wertung. Einfach nur, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Die andere Sache, die mich immer fasziniert hat, sind die Fehler, die Menschen machen. Wusstet ihr, dass Kolumbus, als er aufgebrochen ist, um Amerika zu entdecken, nicht aufgebrochen ist, um Amerika zu entdecken, sondern um einen Seeweg nach Indien zu finden? Nun, warum sind nicht andere auf den Gedanken gekommen? Weil die sich nicht verrechnet haben. Die Gelehrten der Zeit von Kolumbus waren der Ansicht, dass der Erdumfang circa 40.000 Kilometer ist und sie lagen damit erstaunlich genau richtig. Heutzutage wissen wir, dass der Erdumfang, ich glaube, 40.076,5 Kilometer ist. Vielleicht habe ich mich um ein paar hundert Meter jetzt vertan. Aber die Gelehrten der damaligen Zeit von Kolumbus lagen erstaunlich richtig und die haben gesagt, Erdumfang 40.000 Kilometer, wir sind hier. Wenn da keine große Landmasse im Weg ist, kommst du nie lebend an. Sie hatten recht, was den Umfang anging. Der Zufall wollte es, dass eine größere Landmasse im Weg war. Und deshalb hat einer Amerika entdeckt, aus dem Grund, weil er sich verrechnet hat und weil er die herrschende Lehrmeinung nicht geglaubt hat. Er hat also zwei Fehler gemacht. Erstens hat er nicht akzeptiert, was schlaue Leute gesagt haben. Zweitens hat er sein eigenes Ding gemacht und das auch noch falsch. Und das Ergebnis war ein großer Erfolg. Und das sehe ich immer wieder im Alltagsleben, dass es so ist, dass sich eben Leute durchsetzen gegen wesentlich intelligentere Leute, weil sie einfach mehr Beharrungsvermögen haben oder einfach aus Zufall oder aus verschiedenen Gründen. Ja, so viel dazu. Die dritte Sache, über die ich einfach, mit dem ich immer wieder erstaunt im täglichen Leben, ist das, worauf unser ganzer Wirtschaftskreislauf basiert, das Geld. Das Geld ist letztendlich nichts weiter als, wir haben eine Zentralbank, die leiht uns Geld. Der ganze Wert vom Geld, der wird dem Geld von uns gegeben. Das Geld wird erst deshalb etwas wert, weil wir daran glauben, dass es etwas wert ist. Grundsätzlich ist es gar nichts wert. Und letztendlich verleiht die Zentralbank an uns, sage ich mal, 100 Euro mit der Maßgabe, es mit Zinsen zurückzuzahlen. Ich kriege also 100 Euro geliehen und soll in einem Jahr 105 Euro, je nach Zinssatz, in letzter Zeit sind 5 Euro Zinsen natürlich sehr verlockend. Früher war es so,
Ich soll nach einem Jahr 105 Euro zurückgeben. Ja gut. Wo kriege ich diese zusätzlichen 5 Euro jetzt eigentlich her? Ja, von mir natürlich, sagt die Zentralbank. Mit anderen Worten, um das Geld zurückzuzahlen, muss ich mir das Geld von der Zentralbank leihen. Wiederum zu einem Zinssatz, was ich wiederum zurückzahlen muss. Mit mehr, als ich eigentlich ursprünglich ausbezahlt bekommen habe. Mit anderen Worten, es ist das einzig legalisierte Schneeballsystem des Wirtschaftskreislaufes. Und alle anderen Schneeballsysteme werden bekämpft wie verrückt, ähnlich wie auch die Mafia bekämpft wird. Die Mafia verlangt Schutzgeld und verlangt, dass du dich an gewisse Regeln hältst. Der Staat macht nichts anderes. Er verlangt Steuern und verlangt auch, dass du dich an gewisse Gesetze hältst. Und weil der Staat eben dominant sein muss, verdrängt er die Mafia und bekämpft sie. Und genauso werden im Wirtschaftssystem Schneeballsysteme bekämpft, weil nämlich die Dominanz des einzig wahren oder des einzig wahr sein sollenden Schneeballsystems des Geldes sichergestellt sein soll. Das ist das eine, was mich über Geld fasziniert. Das andere, was mich über Geld fasziniert, ist, dass bei einer Bilanz auf beiden Seiten immer letzten Endes eine Null steht. Das wirft irgendwie einen Blick auf das Leben, wie es wirklich ist, oder? Letztendlich, was auch immer du machst im Leben, am Schluss kommt es raus, auf beiden Seiten eine Null. Denk mal drüber nach. Das erinnert mich auch sehr an diese Geschichte, der Flaschengeist von Robert Louis Stevenson, wo ein Mensch eine Lampe geschenkt, kauft mit einem Flaschengeist. Der Flaschengeist kann dir jeden Wunsch erfüllen, den du nur hast. Außer Unsterblichkeit. Und das einzige Problem mit dem Flaschengeist ist, du hast ihn gekauft und du musst die Flasche mit Flaschengeist zu einem niedrigeren Preis weiterverkaufen. Und der nächste Mensch muss eben genau das Gleiche machen. Als die Flasche auf die Welt kam, war sie Millionen von Pfund Sterling wert. Und der Preis wurde eben immer geringer. Und je geringer der Preis wurde, desto unattraktiver wurde es wiederum, diese Flasche zu kaufen. Und letztendlich steuert alles auf eine Katastrophe zu, genauso wie unser ganzes Wirtschaftssystem, was einfach davon lebt, von der Expansion, dass alles immer größer werden muss. Und das Ganze steuert auf ein Ende zu, welches wir nicht kennen. Aber bis dahin haben wir eine schöne Zeit. Das ist das Faszinierende, was ich an Geld so faszinierend finde. Nächste Sache, da gibt es ein sehr schönes Video von Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik. Und da wird ihm eine einfache Frage gestellt, nämlich, warum ziehen sich zwei Magneten an? Und er beantwortet diese Frage so elegant und so geistreich in 7 Minuten. Und kommt dabei hinaus auf, ich kann es nicht sagen. Aber er analysiert dabei, wie Warum-Fragen überhaupt funktionieren. Und wenn ihr euch das Video anschaut, anstelle dieses Videos hier, dann geht mit Gott, ihr habt meinen Segen. Dieses Video ist einfach genial. Er sagt dann einfach, ja, wie beantworten wir denn Warum-Fragen? Zum Beispiel, Tante Mary ist ins Krankenhaus gekommen. Warum? Ja, sie ist auf dem Eis ausgerutscht, hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen. Hört sich gut an für uns. Aber es würde nicht die Informationsbedürfnisse befriedigen von jemandem, der von einem anderen Planeten kommt. Warum rutschst du aufs auf? Warum fällst du hin? Gravitation und so weiter. Warum rutschst du auf Eis aus? Wegen. Ja, und warum rutschst du auf Eis aus und nicht auf anderen festen Dingen, wie zum Beispiel Zement. Warum wirst du zum Krankenhaus gefahren? Ja, okay, ein Mann hat Interesse, dass es seiner Frau gut geht und fährt seine Frau zum Krankenhaus. Aber nicht alle Männer haben dieses Interesse. Manche sind eben betrunken oder böse oder sonst irgendwas. Und das bedeutet, du stellst eine einfache Frage und fragst so lange warum, bis du ein unglaubliches Verständnis über die Welt und was darin vorgeht aufbaust. Dieses Video möchte ich euch herzlich
empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut. Und dann kommen wir mal zum letzten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Die Geschichte von Jesus Christus, oder die wahre Geschichte, die historische Geschichte von Jesus Christus und wie sie dann für die Religion und für die Kirche verändert wurde, ist eigentlich etwas sehr Tragisches, finde ich. Wenn man sich nämlich das Philippus-Evangelium durchliest, das kann man ja heutzutage dank moderner Technik, dann sieht man, dass Jesus verheiratet war und überhaupt nicht so das Opferlamm war, als das er von der Kirche dargestellt hat. Und man beginnt diese Kreuzigung Jesu Christi als eine große Kulturkatastrophe zu begreifen und nicht als die Rettung der Menschheit von ihren Sünden. Und auch darüber gibt es viele Dinge zu lesen. Hier empfehle ich sehr Der Jesus-Stil von Andreas Eschbach. Das habe ich vor kurzem gelesen und es hat mir einen großen Seelenfrieden mit mir selbst gegeben, weil ich in der Vergangenheit nie richtig mich mit dem Christentum identifizieren konnte. Was soll der Quatsch? Gott opfert seinen eigenen Sohn. Ja, wem opfert er denn diesen Sohn? Er ist doch schon Gott. Er kann doch schon Sünden vergeben. Warum musst du ihm ein Opfer bringen, damit er seinen Sohn opfert? Warum sind dir deine Sünden vergeben, bloß weil du etwas glaubst? Alle diese Fragen werden virtuos von Andreas Eschbach in diesem Buch beantwortet. Und da ist auch ein Kapitel drin, das Jesus-Interview. Ich möchte hier nicht mehr dazu sagen, weil ich die Spannung nicht verderben möchte. Das Jesus-Interview, und da wird dann Jesus aus der Sicht eines Zeitzeugen fiktiv beschrieben. Nein, nicht aus der Sicht eines Zeitzeugen, sondern aus der Sicht eines Zeitreisenden wird er fiktiv beschrieben und kommt ein bisschen anders weg, als das so im Religionsunterricht zumindest für mich der Fall war. Dieses Buch möchte ich auch sehr herzlich empfehlen und ja, bin damit am Ende meiner Aufzählung der Denkwürdigkeiten, die mich beeindrucken, angelangt. Freue mich sehr über Kommentare. Wie gesagt, das sind die Themen, über die ich am liebsten diskutiere. Das können wir auch in der Kommentarsektion dieses Videos machen. Vielen Dank im Voraus.